heute ich bezeugen deine Macht. Die ersten Sonnenstrahlen, wenn der Tag erwacht. Doch das allergrößte Wunder, das mein Herz jemals sah, ist das Gottes Lamm auf Golgatha. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So klar, so gut schreibt es der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 8 als Leitwort für diesen Sonntag und für die vor uns liegende Woche. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst, den wir heute Vormittag hier miteinander feiern können. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Begrüße auch die, die mit uns über den Livestream verbunden sind, dass wir miteinander heute Morgen den Segen unseres Gottes erleben, dass wir ihm die Ehre geben können und dass Worte des Lebens bei uns ankommen. Wir haben ein sehr intensives Wochenende fast gehabt, es ist noch ein bisschen ja was übrig, und sind Gott sehr, sehr dankbar für dieses Gebetswochenende, das sich jetzt so richtig etabliert hat in diesem zweiten Juli-Wochenende. Rund 160 Personen in drei Gruppen, die an diesem Wochenende unter dieser wunderschönen Überschrift Beten zusammen waren. Teens beten, Frauen beten, Männer beten. Es war sehr, sehr, sehr bewegend. Gestern Abend nach meinem Vortrag, wo ich rausgegangen bin im Park, und dann liefen oder saßen oder knieten an unterschiedlichsten Orten da unsere Teens und hatten ihre Gebetszeit. Ich dachte, was will man mehr?
Gott sei Dank. Heute Morgen, als ich da noch vorbereiten war für den Sonntag, waren die Männer schon bei ihrer Abendmahlsfeier zusammen bei offener Tür, so man von hier bis drüben hören konnte. Sie haben sich lautstark zum Lobpreis geäußert und wurden dann abgelöst auf dem Sportplatz von den Frauen. Also das war ein ganz besonderes Wochenende und ich kann nur Mut machen, das Thema des Gebetes mitzunehmen, die es da waren und andere dazu animieren. Dieses Gebetswochenende ist ein guter geistlicher Impuls. Schön, dass wir es haben. Der Sonntag heute, auch nach dem Gottesdienst, wird gebetet. Personen aus der Gemeinde sind da, nehmen sich Zeit für sie, ihr Anliegen vor unseren Gott zu bringen und lade sie herzlich dazu ein, auf den einen anderen zuzugehen, der nachher hier erkennbar stehen wird. Unsere Kaffee- und Teeabteilung hat alles vorbereitet unten, noch draußen natürlich, Aula, wer es lieber etwas schattiger will oder wie auch immer, da kann man nach dem Gottesdienst noch zusammen sein. Um 12.30 Uhr ist dann das Mittagessen für unsere Konferenzgäste unseres großen Gebetswochenendes und damit schließen wir da ab. Aber wir schließen ja noch nicht für diesen Sonntag ab. Denn an diesem Sonntag haben wir ja heute Nachmittag unseren Jesus-Punkt-Gottesdienst. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir von vornherein ihn als Outdoor-Variante geplant hatten. Das ist ja doch ein absoluter Treffer. Sommerlicher geht es ja gar nicht mehr als heute. Aber als wir am vergangenen Sonntag da auf unserer Terrasse vor dem kleinen Saal mit unserem Taufgottesdienst waren und ich gesehen habe, wie sie alle unter den Pavillons verschwanden, dachte ich, oh, das ist ein bisschen zu viel Sonne für sie. Und tatsächlich, wir sind richtig stolz auf uns. Wir verlegen unseren Outdoor-Gottesdienst, er bleibt Outdoor, an den Waldrand. Wir sind unter den Bäumen. Ich habe es geprüft, es ist um 17 Uhr absolut schattig da. Ich stand da mit Mitarbeitern. Garantiert, wenn die Sonne nicht anders strahlt als in den letzten paar Tagen, dann kommt das tatsächlich astronomisch so hin. Also herzliche Einladung. Wir verlegen unseren Outdoor-Gottesdienst von der Terrasse 50 Meter an den Waldrand, sind im Schatten. Traumhaft. Und wenn Sie sagen, ach, da bringe ich doch meinen Gartenstuhl mit, das dürfen Sie. Wenn Sie sagen, nein, ich sitze lieber auf einer Wolldecke, das dürfen Sie. Wenn Sie sagen, nein, ich nehme eine von den Plätzen, der da Höhenanspruch, auch das ist möglich. Also herzliche Einladung, kommen Sie selber, bringen Sie andere mit zu unserem Jesus-Punkt-Gottesdienst um 17 Uhr. In Anschluss dann unser sommerliches Fingerfood-Buffet nach astronomischer Messung ist dann es hier unten schattig genug und dann werden wir hier unten dann im Kaffeegarten die Chance haben, zusammen zu sein. Also herzliche Einladung zu unserem besonderen Gottesdienst um 17 Uhr. Um 16.30 Uhr davor fängt Zeitschatz an, der WG-Abend für junge Erwachsene und die lenken dann ihren Zeitschatzabend in unseren Gottesdienst mit hinein, den wir dann gemeinsam erleben können. Ja, dann haben wir die Woche. In dieser Woche beginnt unser Sommerbibelseminar. Und wenn unser Sommerbibelseminar beginnt, neben Familienfreizeit und allem, was dazugehört, dann tauchen immer eine solche Fülle von Referenten auf, dass wir einfach immer wieder neu sagen, wir müssen ein bisschen in den Geschmack machen, damit sie sagen, da muss ich doch nochmal ganz genau gucken, welcher Referent spricht zu welchem Thema, an welchem Tag, wo bin ich dabei, wenn Joe Böker hier sein wird, Dr. Martin Ernst, wenn Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein hier sein wird, Dr. Harald Binder, Dr. Eckhard Hirsch, von lauter Doktoren kommt man gar nicht mehr durch, Dr. Eckhard Hirschfeld, Keshava Wolf, noch kein Doktor, Dr. Michael Kotsch, Dr. Markus Dill, Eckhard Meyer, der hat es auch ohne Doktor bis hin geschafft. Also auf jeden Fall Sommerbibelseminar, eine Fülle von hochinteressanten Themen. Schauen Sie mal nach, es lohnt sich wirklich, nehmen Sie an diesem Programm teil. Klar, besonderer Hinweis auf den Mittwochabend, wenn Joe Böker die Bibelstunde halten wird, nicht gut genug, Johannes 5 ist dran. Und dann am kommenden Samstag und Sonntag haben wir so ein Eckstein-Wochenende geplant und laden Sie herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Am kommenden Sonntag wichtig ist, dass wir, abgesehen vom Gottesdienst, noch zwei Besonderheiten haben am kommenden Sonntag. Nämlich wir haben um 11.30 Uhr zum ersten Mal unser jetzt einzuführendes Gebet für Evangelisation. Wir haben ja gesagt, im letzten Gemeindenachmittag, einmal im Monat wollen wir das anbieten, um 11.30 Uhr so eine halbe Stunde konzentriert zu beten für Evangelisation, für unser eigenes evangelistisches Herz, für unsere Gemeinde, für unseren Ort, für unser Land. Ich lade Sie ganz herzlich ein, ab nächsten Sonntag 11.30 Uhr, monatlicher Rhythmus. Sie kriegen das immer mitgeteilt
und wir treffen uns richtig mittendrin. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern treffen uns richtig mittendrin. Gruppenraum 3, Sie werden es also sehen, werden daran erinnert, können auch noch 11.31 Uhr reinkommen und dann können wir gemeinsam für Evangelisation beten. 11.45 Uhr, am kommenden Sonntag haben wir dann die Kindersegnung von Joscha Knab, Sohn von Tobias und Anna Knab, auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Soweit Informationen für heute und die vor uns liegende Woche. Heute wird es ja ganz österlich, also zumindest was die Predigt betrifft. Und deswegen nehmen wir auch einen Auferstehungspsalm, mit dem wir unseren Gott ehren wollen. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen, wenn wir einige Worte aus Psalm 16 miteinander beten. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Mein Erlöser lebt. In time.
Feuerbaum des Lebens. Berge so gewaltig bezeugen deine Macht, die ersten Sonnenstrahlen, wenn der Tag erwacht. Doch das allergrößte Wunder, das mein Herz jemals sah, ist das Gotteslamm auf Golgatha. Galaxie.
Zum Thema das Fundament des Evangeliums lese ich heute Morgen den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Zum Gebet und Lied lade ich Sie ein, aufzustehen. Auch an diesem Vormittag, in diesem Gottesdienst dürfen wir beten. Himmlischer Vater, was für ein Vorrecht. Und gerade an diesem Wochenende, wo du uns neu dieses Geschenk des Gebetes so wichtig gemacht hast, an diesem Ort, in diesem Haus, kommen wir ganz bewusst im Namen von Jesus Christus zu dir. Danken dir, dass durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wir eine weit offene Tür bei dir vorfinden. Wir treten in diesem Augenblick in deine Gegenwart hinein, beten dich, den einzigen Lebendigen, den unvergleichlichen Gott an und danken dir für diesen Morgen, den wir hier miteinander erleben können. Es ist uns ein Geschenk, deinen Namen zu ehren im Lied, dich anzubeten im Gebet, vor dich zu kommen, deine Worte zu hören, auf dich zu hören, auf die Auslegung zu achten. Wir danken dir dafür. Hab von Herzen Dank für alle, die mit uns verbunden sind über den Livestream, in den unterschiedlichsten Umständen, an den unterschiedlichsten Orten. Und du bist absolut in der Lage, einem jeden segnend auch in dem Seinen zu begegnen. Und wir wollen dich ganz bewusst auch für unsere Kinder, unsere Heranwachsenden in den Kindergottesdiensten bitten, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen reich begegnest, dass du die große Schar der Mitarbeiter segnest. Hab herzlichen Dank dafür. Das ist dein Tag. Du hast ihn vorbereitet. Du willst zum Zug kommen, du sollst zum Zug kommen. Das gilt für diesen Vormittag, das gilt für diesen Nachmittag. Wir unterstellen uns an diesem Ort dir und deiner Botschaft, dem Evangelium, den Worten, die du ein für alle Mal festgelegt hast, und danken dir, dass wir fest gegründet sein dürfen in dir. Wir beten dich an, unseren Gott. Wir versammeln uns zu dir. Amen. Thank you.
Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in Pisa waren, aber jeder weiß ja wohl, dass es den schiefen Turm von Pisa gibt. Und die meisten werden wohl auch wissen, warum der schiefe Turm von Pisa schief ist. Das liegt natürlich an seinem Fundament. Man hat dummerweise diesen Turm aus lehmigem Morast und Sand gebaut. Der kann so eine schwere Last nicht tragen. Ja, wenn am Fundament Fehler gemacht werden, dann hat das gravierende Auswirkungen, grundlegende Auswirkungen. Und die Korinther hatten auch neben etlichen anderen Problemen ein Problem mit der Glaubensstatik. Sie haben sozusagen am Grund des Glaubens gerüttelt, jedenfalls einige. Und Apostel Paulus greift es in diesem großen Auferstehungskapitel 15, mit dem ich mich in den nächsten Gottesdiensten, die ich zu verantworten habe, beschäftigen möchte, einmal auf. Denn das ist etwas ganz Grundlegendes. Und der erste Teil, den habe ich so überschrieben, wir haben es bereits gehört, das Fundament des Evangeliums, auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Ja, mögen manche sagen, das ist doch sowieso klar. Da hätten wir auch daheim bleiben können. Das ist ein bisschen wie in der Schule. Die wichtigen Themen sind nicht unbedingt der Burner. Aber wichtig ist das, was Gott für wichtig findet und nicht, was wir für wichtig finden. Und wenn es aufs letzte Wegstück geht oder wenn es ans Entscheidende im Leben geht, dann wird man ja sowieso eingedampft und reduziert auf die absoluten Essentials. Und da zählt eben, ist es wirklich wahr? Ist er von den Toten wiedergekommen? Und wir werden sehen, dass daran alles hängt, das ganze Evangelium. Fangen wir einmal an, dass wir die Korinther kurz beleuchten. Das ist ja vielen von uns bekannt. Das war keine einfache Gemeinde, also ganz anders, wie es bei uns heute ist. Es gibt ja nur einfache Gemeinden oder eben auch doch nicht. Aber die waren besonders problematisch. Das hing sicherlich auch mit ihrer Umgebung zusammen. Eine Hafenstadt voller Laster, mit großem sozialen Gefälle. Aber der Hammer ist, dass Gott gerade da ein großes Volk hat. Vorher war er ja in Athen und in diesem stolzen und so gebildeten Athen, da hatte er nur wenige, die zum Glauben gekommen sind. Und da können wir schon etwas lernen. Die Gemeinden werden ja immer bürgerlicher. Also ich meine jede Gemeinde mit den Generationswechseln. Es gab mal eine Dissertation oder eine wissenschaftliche Studie, die das auch dann aufgearbeitet hat. Ist ja klar, im Schnitt lügt und betrügt der Christ weniger. Das hatte ich formuliert gar nicht, aber wir wollen bei der Realität bleiben. Er arbeitet mehr und er gibt auch mehr weiter. Und so ist es so, und das weist diese Studie nach, dass die nächste Generation ganz oft jedenfalls bei vielen eine Stufe in der sozialen Leiter höher kommt. Und so verbürgerlichen die Gemeinden, ja? Und schauen Sie sich doch an, also vielleicht nicht jeder, aber zu mir sagte mal jemand, der schaut doch nur auf den Parkplatz der Langensteinbachhöhe. Das habe ich dann auch mal gemacht und muss sagen, wir sind bürgerlich. Wir sind eine bürgerliche Gemeinde, jedenfalls en gros. Das ist ja auch nicht schlimm, ich gehöre auch dazu. Aber wir wollen immer insbesondere auch bürgerliche Menschen erreichen. Aber der Herr hat ein großes Volk, oft in der sozialen Unterschicht. Wie viele von uns haben Kontakt mit Obdachlosen, mit Alkoholikern? Also bitte, man muss ja heute vorsichtig sein, was man sagt. Die Sprachpolizei ist allerorten tätig. Man kann ja auch überall gemeldet werden. Aber wie viele haben mit ganz einfachen Arbeiterkreisen zu tun? Das meine ich überhaupt nicht verächtlich. Also wir denken immer an Athen. Der Herr denkt vor allem an Korinth. In Athen heißt es, die Station eben bevor Paulus auf der zweiten Missionsreise nach Korinth kam. Einige Philosophen zur Apostelgeschichte 17, Vers 18, aber stritten mit ihm. Und das habe ich auch bitter lernen müssen, weil das meine Lieblingsaufgabe war, oder nicht Aufgabe, sondern meine Lieblingsbetätigung, zu diskutieren. Nun, manche Diskussion ist fruchtbar, aber die meisten Diskussionen bringen nichts. Und ich habe mir hier notiert, intellektuelle Diskussionen bringen nichts. Weil ich festgestellt habe, es ist gar nicht unbedingt eine intellektuelle Frage, sondern es ist eine Frage, ob ein Mensch bereit ist, wirklich sein Herz zu öffnen oder nicht. Und wenn diese Grundentscheidung getroffen ist, ich will wirklich hören, dann kann Gott auch reden. Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 14, erinnere sie nicht Wortstreit, man könnte auch übersetzen, Krieg mit Worten zu führen,
was zu nichts Nutze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Also, sie stritten mit ihm. Paulus war in einer Zwangssituation. Die haben ihn entführt. Die haben gesagt, wir wollen jetzt mal hören, was du Schwätzer zu sagen hast. Und sie diskutierten mit ihm. Er konnte ja da schlecht ausweichen. Als sie aber, und da kommen wir an das Kernstück von 1. Korinther 15, von der Auferstehung der Toten hörten, da spotteten sie. So ein Quatsch. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir den einen oder anderen unserer Zuhörer, der auch sagt, ja, so ein Quatsch. Ich dachte, ich bin jetzt hier in so einen christlichen Gottesdienst gekommen, da werde ich mal moralisch so richtig aufgerüstet, Gutes tun, sich bemühen, redlich leben und hoffen, dass Gott dann irgendwie auch gnädig und barmherzig ist. Und jetzt hängt er da etwas an eine total unwissenschaftliche Sache. Wie viele Tote haben Sie schon auferstehen sehen? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Ja, nach der historisch-kritischen Theologie hat damit auch die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden, weil sie sagt, alles, was mit Analogie nicht bewiesen werden kann, gab es auch nicht. Also wir sehen, das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Übrigens, ich habe null Mühe, an die Auferstehung zu glauben. Sie? Ich weiß gar nicht, warum manche Menschen da ein Problem haben. Wenn es Gott wirklich gibt, und davon bin ich überzeugt, der Himmel und Erde geschaffen, der spricht und es geschieht, dann habe ich null Mühe damit, dass eine Eizelle ohne Mann im Leib einer Frau befruchten kann. Dann habe ich null Mühe damit, dass er spricht und es geschieht. Dann habe ich null Mühe damit, dass er Tote auferwecken kann. Die einen spotteten, die anderen sagten, wir hören dich ein andermal. Das ist so die Sankt-Nimmerleins-Variante. Ja, ja, wir reden ein andermal weiter. Ich hatte mal vor tausenden Jahren einen Chef, der wollte auch mal einen Mitarbeiter loswerden. Und dann hat er gesagt, ja, ja, jetzt üben Sie noch mal ein bisschen und wir reden später noch einmal. Ja, das später kam nie. So ähnlich war das hier. Das war die Sankt-Nimmerleins-Bank. Und dann heißt es in Vers 34, dass nur einige gläubig wurden. In Korinth war es ganz anders. In der anschließende Station, das ist nicht so weit, von Athen nach Korinth, ich bin es auch schon gefahren, gelaufen bin ich nicht. Danach, 18,1, Apostelgeschichte, verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und in Vers 9 heißt es dann, dass der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus sprach. Und nun passen Sie mal auf, was Paulus gesagt bekommt. Fürchte dich nicht, also ein Apostel kann durchaus auch Muffensausen haben, Angst haben. Es ist etwas, was Gott den Seinen immer wieder zuspricht, spricht Josua und vielen anderen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Nun, so locker lässig, zwar etwas schwitzend, im Gottesdienstsaal de la Höhe lässt sich das leicht sagen, aber wenn es wirklich ganz, ganz eng wird, fürchte dich nicht. Schweige nicht, sondern rede. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist in Korinth. Ich meine, in Korinth gab es auch reiche Leute. Das sehen wir nachher beim Abendmahl, bei den Auseinandersetzungen. Aber es war ihm doch überwiegend eine Stadt mit viel Proletariat, mit viel Sklaven, mit viel einfachen Leuten. Aber er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte das Wort Gottes. Also die Gemeinde ist auf der zweiten Missionsreise entstanden, da sind wir im Jahr 50 und einige Jahre später gab es so große Auseinandersetzungen, dass Paulus relativ kurz hintereinander mehrere Briefe geschrieben hat, 2 sind uns überliefert im Neuen Testament, das war vielleicht um das Jahr 54. Also jetzt machen wir mal kurz einen Vergleich, ist immer so mit diesen historischen Zahlen, da kommt man nicht so richtig dahinter. Stellen Sie sich mal vor, die Langensteinbauer Höhe und die Gemeinde auf der Langensteinbauer Höhe wäre 2019 entstanden. Da wäre schon jung, oder? Da wäre schon jung. 4 Jahre alt, 5 Jahre alt, maximal. Also wir müssen das auch mal ganz realistisch sehen. Da waren noch viele Dinge am Werden, da war noch vieles unklar. Aber natürlich hatten sie auch einen besonderen Zuspruch, denn wer von uns heute kann sagen, wir hatten einen Apostel zu Besuch. Nun, Korinth war die Hauptstadt der Provinz Asia, hatte 2 Häfen, das lag am Isthmus von Korinth, war Sitz des Statthalters
Und die Korinther bewegten viele Fragen. Fragen sind eigentlich gut, aber die haben die zum Teil ganz im luftleeren Raum und zum Teil auch stark beeinflusst von der griechischen Philosophie diskutiert. Fragen über Ehe, Geistesgaben, es gab Parteiungen. Manche haben wohl unter gnostischem Einfluss gesagt, weißt du, was du mit diesem Leib machst, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist das Pneuma, der innere Mensch, der geistliche Mensch, der Lichtesmensch, der in die Lichteswelt geboren wird, der ist davon nicht betroffen. Und so konnten sie in die Bordelle der Welt marschieren. Warum denn nicht? Man konnte fressen und saufen, man konnte das Leben genießen. Es betrifft ja alles nur den äußeren Menschen. Es gab Probleme beim Brotbrechen. Es führt übrigens, ich will ja im August mal über das Abendmahl sprechen und anschließend werden wir dann auch in der Bibelstunde das Abendmahl halten. Das führte übrigens dann auch, dieser Missbrauch und die folgende Generation führte dann auch zur Trennung vom Liebesmahl zum eigentlichen Brotbrechen. Weil es da eben immer diese Ineinanderverwicklungen gab und diese Probleme. Aber sie hatten vor allem ein großes Problem. Um es mit einem Fremdwort zu sagen, die Blasphemia Resurrectionis, das heißt die Leugnung der leiblichen Auferstehung. Leiblich ist ganz wichtig. Nicht eine Auferstehung im Geist, nicht eine im übertragenen Sinn, schon gar nicht im Kerygma, in der Verkündigung, sondern dieser Leib, so sagt es dann Paulus im selben Kapitel etwas später, der weiß, wie bald bei manchem von uns zu Grabe getragen wird, ist das Samenkorn für einen Auferstehungsleib und wir werden leiblich, fleischlich auferstehen und den Herrn sehen. Das ist die Ausführung, die Paulus in 1. Korinther 15 unter anderem macht. Und nun sagt Paulus, wenn ihr damit Probleme habt, dann ist das so problematisch, dass wir sagen müssen, dass wir dann eigentlich, wenn wir das nicht so sehen, gar nicht glauben brauchen. Also mit anderen Worten, dann brauchen Sie auch nicht bei 30 Grad, zunehmend Tendenz 35 Grad heute, hier im Gottesdienstsaal zu sitzen, dann hätten Sie auch was viel Besseres machen können. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann sagt Paulus, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns fressen und saufen und das Leben genießen. Wir sind ja arm dran, weil wir reingelegt wurden. Verstehen Sie, das ist keine Randfrage. Zwischenzeitlich dachte ich, naja, Auferstehung, muss man darüber wirklich predigen? Und dann dachte ich, und ich glaube, es hat der Herr mir auch gesagt, das ist das zentrale Thema, die Auferstehung Jesu. Und wir werden im zweiten Teil sehen, das ist wie ein Dominostein, der fällt. Das Neue, das Ewige, das Göttliche ist hervorgetreten, ist auferstanden und weil der erste durchgebrochen ist, der erste Dominostein macht es klack, 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 bis alles vollendet ist. Die Sache ist eigentlich schon klar. Aber wenn du den ersten Stein wegnimmst, wenn du diesen Glauben an die Auferstehung oder die Tatsache der Auferstehung wegnimmst, dann macht es hinten nicht klack, klack, klack und dann brauchen sie auch gar nicht hier sitzen. Und dann brauchen sie auch gar nicht ihre Bibel lesen und dann brauchen sie auch gar nicht beten. Paulus sagt, dann sind wir die elendsten aller Menschen. Heiko Grimmer sagt, warum? Weil wir dann ja an diesem Leben gar nichts haben, was ja die Welt sowieso glaubt, und auf dieses Leben nur hoffen in unserem Glauben, wenn es ja keine Auferstehung gibt, aber dann sind wir Betrogene. Aber man muss sich schon gut überlegen, ob sie Christ sein wollen. Also die Schrift ist da klar. Wer mir nachfolgt, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Es ist uns eben gerade nicht ein wunderbares, glückliches Leben hier verheißen, sondern ein Leben neben vielem Schönen, das auch mit Problemen und Schwierigkeiten zu tun hat. Gerade weil man Christ ist. Also ist das größte Problem, es gab noch andere Leugnungen, die auf die Gnosis, die christliche Gnosis zurückzuführen sind. Die Kirchenväter unterschieden drei. Gotteslästerung, Blasphemia creatoris, der Schöpfer wird gelästert. Dann Blasphemia legislatoris, der Gesetzgeber wird gelästert. Und Blasphemia crucis, das Kreuz wird gelästert. Und diese Lästerungen führen in Teufelsküche, buchstäblich. Und schauen Sie sich doch mal die Kirchengeschichte und vor allem die Geschichte der Kirche in der Aufklärung und dann daraus folgend auch die historisch-kritische Theologie an. Am Schluss ist alles leer. Es ist alles leer. Es ist eigentlich eine Art Ideologie, Religion, will ich schon kaum sagen, der Weltverbesserung.
zum guten Menschsein, nach menschlichen Maßstäben und nach menschlichen Vorstellungen, garniert mit dem ein oder anderen Bibelvers, den man sich herausgeschnitten hat und zurechtgebogen hat. Also ich will diesen Vers nochmal lesen, dieser Conditio sine qua non. Können Sie sich noch an Mathematikunterricht erinnern? Michael, lang ist her, Conditio sine qua non, eine Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann. Also wenn die Bedingung nicht da ist, dann kann das Folgende überhaupt nicht sein. Und so sagt Paulus, es stürzt das ganze Glaubenshaus zusammen. Da ist der Turm nicht nur schief wie in Pisa, da ist der Turm eingestürzt. Da gibt es kein Fundament. Wenn es aber keine leibliche Auferstehung, leiblich habe ich ergänzt, der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch also unsere Predigt leer, inhaltslos, Wind, Worte machend, ohne Substanz, ohne wirkliche Bedeutung. Vielleicht unterhaltsam wegen guter Rhetorik. Im Altertum war die Rhetorik das Wichtigste. Hauptsache, der konnte es interessant und spannend darbieten. Was er sagt, ja, aber das Wichtigste war zunächst mal die Darbietung. Und dann sagt Paulus, so ist es nicht. Er sagt den Korinthern, ich bemühe mich nicht mal, das besonders toll darzustellen, sondern ich will nur eins unter euch wissen, Christus heißt gekreuzigt und auferstanden nach den Schriften. Und das hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen für dich und für die ganze Welt. Und das hat Konsequenzen jetzt, hier und heute, wenn der das wirklich glaubt, der lebt anders. Oder sollte anders leben. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Verkündigung leer. Leer aber auch euer Glaube. Und so ist es dann auch. Das führt dann auch zu leeren Seelen. Also ich teile ja diese Auffassung nicht, weil ich sie für sehr gefährlich halte. Wenn nur alles klar und lauter gesagt wird, dann füllt sich der Raum von selber. Ich weiß, was gesagt werden soll. Das Wort selber hat Anziehungskraft. Aber es ist eine gefährliche Sache, denn ich kenne viele Brüder, die mühen sich vor ein paar Leuten. Also da habe ich einen tiefen Respekt. Ich denke an einen Bruder, der sagt, ja, heute Morgen kommen vielleicht 10 und heute Nachmittag ein paar Omas, also nichts gegen die Omas, sagen wir auch mal Opas und Esgeschlechter müssen auch erwähnt werden, 5 oder 7. Da musst du erstmal durchhalten. Und das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man dann sagt, ja, wenn du denn nur treu dranbleiben würdest, dann würde schon der Saal sich füllen. Das stimmt eben nicht immer. Manchmal ist es sogar so, je klarer das Wort gesagt wird, desto leerer der Raum. Ich habe mir jetzt nochmal Ambrosius von Mailand, einen der großen Kirchenväter, einiges angeschaut. Der hat Sachen gesagt. Also da hätte jede Public Relation Abteilung, jede Öffentlichkeitsarbeit hätte gesagt, Ambrosius, du verschreckst und vertreibst ja die Leute. Aber das ist mir egal. Übrigens, das war einer, genauso wie Augustinus und alle Großen im Reich Gottes, die aus der tiefen Ruhe und Stille kamen. Ein Dozent sagte dann, das waren noch Zeiten, wo der Bischof sich wirklich aufs Predigen konzentrieren konnte und aufs Gebet und nicht mit allerlei anderem beschäftigt war. Schauen wir uns nochmal den Gedankengang des Apostels Paulus an. Vers 1, Sie haben ja den Text auch vor sich. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Also Frage, was hat Paulus verkündigt? Er hat evangelisiert, das Evangelium, das Wort steht hier. Er evangelisierte, dass ihr auch angenommen habt, aber nicht nur so äußerlich, ja, ja, Jesus, ja, das mit Jesus, er ist auferstanden, ja, sondern wirklich von Herzen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Meine Sünden können mir vergeben werden. Neues Leben ist möglich. Ich weiß, wo ich hingehe. Dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch errettet werden. Selig ist ein bisschen, errettet ist besser. Wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Das hat mich immer ein bisschen irritiert. Da wollte ich sagen, ja, was für eine
Gestalt meint denn Paulus? Und ich habe eine gute Erklärung gefunden, die mir einleuchtet. Es geht darum, es geht nicht um die Form, es geht um den Inhalt. Aber Paulus sagt, bei den allerwichtigsten Botschaften ist es wichtig, auch prägnante, geistgewirkte Formulierungen zu finden. Paulus sagt an anderer Stelle, hab ein Muster gesunder Worte. Also nicht so irgendwie nur so allgemein, sondern da kommt es wirklich drauf an. Da sagt man es nicht irgendwie, da sagt man es so, wie es Gott sagt, so wie es die Schrift sagt. Ein Muster gesunder Worte, so wie ich es euch verkündigt habe, das meint den Inhalt des Evangeliums, das dadurch genau wiedergegeben wird. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Vielleicht sind welche hier, wo man das auch noch sagen muss, aber dann können sie es ja heute ändern. Umsonst gläubig meint, das sind Menschen, wir werden das beim zweiten Teil noch stärker betrachten, die einen Anfang gemacht haben, die erleuchtet, vielleicht auch bekehrt sind, aber nie durchgebrochen sind. Und die können auch wieder abfallen. Und es sind gar nicht so wenige, vielleicht auch in unserer Mitte. Aber wer wirklich wiedergeboren ist, wer wirklich von Herzen die Gnade geschenkt bekommen hat zu glauben, für den gilt die Zusage des Herrn, dass euch niemand aus meiner Hand reißen kann. Dann fährt Paulus fort, denn als erstes, von vorne weg als Wichtigstes, da habe ich nicht geglänzt mit allem Möglichen. Das Wichtigste war und das Zentrum ist und bleibt, was ich auch empfange, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, so wie verheißen, so wie vorhergesagt, nach der Schrift, dass er begraben worden ist. Ja, warum ist denn das wichtig? Auch im Apostolikum kommt das ja. Ich habe ja als totaler Atheist die Konfirmation gemacht. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Konfirmare heißt ja bestätigen. Und wir mussten das Apostolikum lernen. Haben Sie es auch noch gelernt? Begraben. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, begraben. Warum haben die Väter das aufgenommen? Damit will man sagen, wirklich tot. Aus die Maus, eigentlich hoffnungslos, aber der Herr. Dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Heiligen Schriften. Heiko Grimmer sagt, mit Kapitel 15 tritt Paulus einer die Grundlage der Gemeinde in Korinth aufs tiefste gefährdenden theologischen Irrlehre entgegen, die in der Gemeinde einige so aussprachen. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Damit, so Heiko Grimmer, ist aber auch die Auferstehung Jesu Christi selber betroffen und an zentraler Stelle die Grundlage des Evangeliums bestritten. Deshalb geht der Apostel in klaren Worten ausführlich auf diese Irrlehre ein. Und heute wird das ja massiv beschritten. Ich erinnere mich noch an ein Symposium an der Uni Tübingen. Und danach habe ich mit einem der Vortragenden das Gespräch gesucht. Und ich sprach immer von Jesus. Das sagte der zu mir, ja, der historische Jesus. Der historische, was wollte er sagen? Er wollte damit sagen, es gibt einen Jesus, einen Menschen, der hat gelebt. Wie genau, wie vertrauenswürdig die Quellen sind. Aber es gab schon einen Menschen, Jesus. Aber das ist ja nicht das, was die Gemeinde nachher aus ihm gemacht hat. Einen Gott, einen Sohn Gottes, einen, der gestorben, der auferstanden ist. Das ist alles nur im übertragenen Sinn. Das ist in der Verkündigung im Kerygma gemeint. Der ist davon zu unterscheiden, das ist sozusagen surreal, ist in unseren Herzen auferstanden. Paulus sagt, wenn das so wäre, dann haben alle, die euch das Zeugnis gegeben haben, gelogen. Da muss man ganz klar sagen, war Petrus ein Lügner, Paulus ein Lügner, über 500 Brüder ein Lügner. Die Frauen haben damals nicht gezählt, das hängt mit der römischen Rechtstradition zusammen, aber... Und als Paulus das geschrieben hat, da sagte er, da haben ja noch viele gelebt. Verstehen Sie, wenn ich Ihnen jetzt irgendwas erzähle und sage, das hat Andreas Schäfer so gesagt. Und das heißt, es kommt mir aber komisch vor, das traue ich ihm gar nicht zu, dass er sowas Schräges sagt. Dann könnten Sie ja nach dem Gottesdienst auf die Idee kommen, ihn zu fragen, hast du wirklich so einen Mist verzapft? Und da wäre ich ja schon reingefallen. Und verstehen Sie, das, was die da schreiben, das, die sagen, ja, das ist nicht irgendwann, es war einmal.
Das wird immer verankert in historischen Daten. Es ist wirklich eine Tatsache, es ist wirklich geschehen. Ihr könnt die Leute noch fragen. Ich meine, von der Auferstehung selber gibt es keinen, der das gesehen hat. Aber den Auferstandenen, den haben viele gesehen. Es ist so, dass das Leben, das Kreuz, die Beerdigung und die Auferstehung Jesu nach gängigen Geschichtskriterien so gut bezeugt sind, dass sie eigentlich in jedem Geschichtsbuch stehen müssten. Verstehen Sie? Eher müsste man den Gallischen Krieg, eher müsste man, was weiß ich, die Zeit Neros, das Mittelalter, das frühe Mittelalter, das Altertum sowieso herausstreichen. Weil da haben wir zum Teil ganz dünne Quellen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich ja gern Asterix gelesen habe, den Gallischen Krieg, der spielt ja zu der Zeit, ganz Gallien wurde unterworfen. Nein, ein unbeugsames Dorf von Gallien, Asterix und Obelix lassen grüßen, ja. Und da habe ich mal geguckt, wo sind eigentlich die Quellen? Woher wissen wir was über den Gallischen Krieg? Wissen Sie, wie... Erstmal gibt es viel, viel weniger. Beim Neuen Testament sind circa 5000 historische Quellen. Oft aus dem 1., 2. Jahrhundert, unmittelbar noch in der Generation, die da gelebt hat. Und beim Gallischen Krieg, da ist das früheste von wenigen Zeugnissen im 9. Jahrhundert. 800 Jahre Abstand, 900 Jahre. Und so könnten Sie weitergehen. Also wenn man sonst die Maßstäbe der Geschichtswissenschaft anlegt, müsste in jedem Geschichtsbuch nach den gängigen Kriterien stehen, Jesus hat gelebt, so wie es berichtet ist, er ist gestorben, gekreuzigt worden unter Pontius Pilatus, begraben und auferstanden. Ist so gut bezeugt. Hat man natürlich nicht gemacht. Kann ja nicht sein. Wo käme man denn dahin, Supranaturales in ein Geschichtsbuch aufzunehmen? Aber es ist so. Also warum gibt sich Paulus diese Mühe? Er sagt den Korinthern und schießt aus allen Kanonen, aber er bleibt ganz sachlich. Er versucht nicht gefühlsmäßig, ach, spürst du denn nicht den Jesus? Merkst du denn nicht? Er sagt, das ist eine ganz nüchterne historische Tatsache. Jesus ist auferstanden. Und das hat Konsequenzen. Und das hat große und vielfältige Konsequenzen. Es bestätigt erstens die Göttlichkeit Jesu. Er ist wirklich der, der sagt, Gottes Sohn. Zweitens, er bestätigt Gottes Wort, denn der göttliche Sohn sagt, dass das Wort Gottes, die Bibel, Gottes Wort ist. Drittens, es bestätigt das Evangelium. Viertens, es bestätigt die Hoffnung auf ein Leben in göttlicher Qualität. Fünftens, es bestätigt, dass auch wir leiblich auferstehen werden. Ich glaube, dass das, wenn es durch diesen Flaschenhals des Tal des Todesschattens geht, das ist, da verliert der Mensch alles. Da kann ja keiner mitgehen. Ich meine, der liebende Ehegatte oder die Kinder oder jeder können noch die Hand halten, wenn überhaupt jemand da ist und nicht einsam stirbt. Aber mitgehen kann keiner. Und was drüben ist, weiß auch keiner. Aber einer ist wiedergekommen. Und der, der wiedergekommen ist, sagt bereits prophetisch im Psalm 23, und ob ich wandere im Tal des Todesschattens, du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Ohne Jesus bin ich verloren, sie auch. Dieser Tage hat jemand in einem Gespräch gesagt, ich kann im Moment nicht glauben, ich kann nicht beten, ich kann nicht lesen. Ich habe gesagt, macht nichts. Bitte, macht nichts, ist jetzt im übertragenen Sinn. Aber Jesus glaubt, Jesus hält und Jesus trägt. Er ist treu. Auf ihn ist Verlass. Er bringt uns durch. Das gibt Hoffnung, das gibt Grund. Da wackelt nichts, da wird nichts schief. Die Auferstehung Jesu bestätigt auch das kommende Gericht. Was wäre in der Welt anders? Ich meine, das wäre nur ein erster Schritt, ein zweiter und ein dritter müssten folgen. Aber was wäre in der Welt schon anders, wenn alle Menschen beachten würden, dass sie vor Gott in der Verantwortung stehen und auch für das, was sie tun, ins Gericht kommen? Das ist ja eben das, wenn mit dem Tod alles aus ist und niemand über mir ist, dann bin ich auch niemand Rechenschaft schuldig. Paulus
sagt es in Apostelgeschichte 17 in Athen in dieser bereits zitierten Areopagrede so: Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Menschen, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, 31. Sitzend zur Rechten des Vaters, von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und Toten, so heißt es im Apostolikum. Das ist wahr. Er hat ihm bestätigt, dass die Unterschrift. Die Juden haben gesagt, ihr seht doch, ein falscher Prophet, ein Gotteslästerer, ein sich selbst zum Sohn Gottes machender. Und der Vater sagt in der Auferstehung, den Sünder werden von ihm nicht erhört. Das ist alles von mir ausgegangen. Das ist die Unterschrift, die Auferstehung, das ist die Hoffnung. Das ist das Zentralstück. Jeden Tag ist Ostern. Jetzt wollen wir, um auch die zeitlichen Vorgaben einzuhalten, auf die Schlussgerade kommen. Und das hat auch für uns Konsequenzen. Und das finden wir im Heidelberger Katechismus von 1563. Ist ja immer in Frage- und Antwortstil. Und ich finde es so schön, auch bei Luther. Und man findet kurz prägnant, was Gott den Brüdern damals gezeigt hat. Er war noch sehr stark von Melanchthon beeinflusst. Dieser Zacharias Ursinus, was für ein Name schon, ne? Zacharias Ursinus. Und er fragt in Frage 45, was nützt uns die Auferstehung Christi? Ist ja unser Thema. Erstlich hat er durch seine Auferstehung den Tod überwunden, dass er uns der Gerechtigkeit, der uns durch seinen Tod erworben hat, konnte teilhaftig machen. Mit anderen Worten, wir sind gerecht gemacht durch ihn. Quälen Sie Ihre Sünden? Je älter man wird, desto mehr kann man an dem verzweifeln, was man alles schon getan hat. Ich fasse es manchmal nicht, wie blöd ich war. Ich sage gerne im Spaß, früher waren wir jung und dumm, jung sind wir nimmer. Aber das wäre ja mit dem Dumm, das wäre ja noch. Aber was haben wir doch alles schon im Stolz, in Fleischlichkeit, in Überheblichkeit, in Wichtigtuerei, bis hin zu handfesten Sünden getan. Augustin, der ein Leben lang gerungen hat mit der Frage der Gerechtigkeit durch die Gnade, bei dem wurde das so deutlich, man muss sagen, es war eigentlich eine Kleinigkeit, der hatte ein uneheliches Kind, der hatte alles Mögliche, aber bei ihm beschäftigte sehr stark, weil er das daran festmachte, dass er als Jugendliche mal Früchte in Nachbarsgarten geklaut haben, also Birnen oder Äpfel oder was, habe ich auch gemacht. Und das beschäftigt, und mir ist von mehreren gesagt worden, im Alter kommen die ganzen Sünden der Jugendzeit. Und das, was du denkst, was schon längst geklärt ist, fragt sich, hat Gott mir wirklich vergeben? Ist es wirklich weg? Ist Gott wirklich für mich? Oder sagt er, gut, jetzt machen wir jetzt mal einen Schlussstrich, aber von jetzt an rechne ich dir alles zu. Das ist nicht so. Der für uns gestorben ist, ist gnädig, ist barmherzig. Dann sagt Zacharias Ursinus im Heidelberger Katechismus, zum anderen, man könnte auch sagen zum zweiten, werden wir auch jetzt durch seine Kraft erweckt zum neuen Leben. Da wollen wir uns gleich damit beschäftigen. Nicht wir werden einmal leiblich auferstehen, aber wir sind bereits jetzt durch die Auferstehung Jesu und durch den Empfang des Heiligen Geistes in der Lage, neu zu leben. Neues Leben ist möglich, jetzt und hier. Das ist eine billige, fleischliche Ausrede, wenn man sagt, drüben wird alles besser. Ich bin halt so. Und natürlich, weil wir nicht allein da sind, die anderen haben auch ihre Fehler. Ja, stimmt, die haben vielleicht noch größere Fehler. Und die Kinder sagen, ja, also eine schlechte Note nach Hause bringen, soll sogar bei uns gegeben haben. Ja, dann fangen sie meist an, dann weiß meine Frau und ich schon, was die Stunde geschlagen hat,
was die anderen alles für schlechte Noten hatten und wie der Schnitt war. Und Fritz Josef und Franz, die hatten sogar eine 5 oder eine 6. Und da wäre ihre 5 plus ja sozusagen noch positiv zu erwähnen. Plus, wohlgemerkt, 5 plus. Neues Leben ist möglich. Und wir reden uns viel zu leicht heraus. Ich habe mich jetzt nochmal mit Irenäus von Lyon, mit Polycarp und ihre Schriften gelesen. Wie konsequent sind sie ihren Weg gegangen. Und wie sehr sind wir Laodicea geworden. Zum Dritten sagt der Heidelberger Katechismus, ist uns die Auferstehung Christi ein gewisses Pfand unserer seligen Auferstehung. Also neues Leben ist möglich. Mein 2,5-jähriger Enkel hat das schon verinnerlicht. Naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat jetzt sehr viel von David und Goliath erzählt bekommen. Und dann stand er neulich, so berichtete meine Tochter, vor einem hohen Klettergerüst, der kleine Mann, ich weiß gar nicht, das ist noch nicht mal ein laufender Meter, und sagte, da komme ich nicht hoch, ich bin zu klein. Aber Gott ist groß. Gott ist groß. Der hat sogar den David, den Riesen Goliath, besiegt. Gott ist groß. Wir können anders leben. Und das heißt auch, dass wir Auferstehungszeugen sind. Also nicht in dem Sinn, dass wir es gesehen haben, aber dass wir bezeugen, wir glauben an den Auferstandenen. Neulich hatten wir einen Referenten hier und der hat es in einer ganz besonderen Situation auch gemacht. Er war in einer Kundenhotline, vielleicht hat es der ein oder andere auch gehört, weil er sein neues TV-Gerät, das ist ja heute alles Hightech, ist ja alles, also es geht ja nichts mehr einfach nur mit Einschalten. Und irgendwie ist er nicht hingekommen und hat die Kundenhotline angerufen. Die Dame hat ihn auch freundlich und kompetent durch das ganze Programm geschleust. Und dann sagt sie, und jetzt müssen wir 10 Minuten warten, bis der Senderdurchlauf erfolgt ist. Ja, was machen wir jetzt? Sagt sie, Witze erzählen. Und er, nein, also innerlich, Herr, gib mir jetzt Gnade für die 10 Minuten. Dein Zeuge zu sein. Und sie sind ins Gespräch gekommen, er hat seinen Glauben bezeugt. Also die Frau weinte und übergab sogar ihr Leben Jesus. Er gab ihr noch ihre Nummer. Wenn es weitere Fragen gibt, können für die Frau beten. Ich weiß keinen Namen, ich weiß gar nichts, aber das kann Gott machen. Wir sind nicht zum Spaß unterwegs. Wir dürfen Zeugen der großen Hoffnung sein. Paulus schließt diesen Abschnitt ab, dass er sagt, aber die Gnade ist mächtig in mir und so kann ich mein Lotterleben weiterführen bis zum Lebensende. Dann wird der Herr mich ja in Seligkeit bei sich aufnehmen, das weiß ich jetzt schon. Auf Wiedersehen, ihr lieben Korinther, bis dann. Das ist eben nicht die Konsequenz. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn alles wahr ist, was verkündigt und gesagt wird, was uns in der Heiligen Schrift überliefert ist, dann hat das Konsequenzen. Neues Leben ist möglich, den Sohn anerkennen, sich ihm unterstellen, sich ihm anzuvertrauen. Im Psalm 2 heißt es, glücklich, selig sind alle, die sich bei ihm bergen. Diene dem Herrn mit Furcht und Zittern. Küsse den Sohn, das heißt, vertraut euch ihm an, unterstellt euch ihm. Das ist wie eine mittelalterliche Lehensgemeinschaft. Der Lehnsgeber, der Kaiser oder König oder der Fürst gibt ein Lehen, Grundstück, Acker, sonst irgendwas, Marktrechte. Und der Lehnsempfänger, der Nutznießer, der gehört damit zum Herrn. Muss ihm zum Beispiel beim Heerbann Männer stellen, muss seine Rechtsprechung akzeptieren, muss ihm auch Abgaben leisten. Aber umgekehrt steht er auch unter seinem Schutz. Sie sind sozusagen, ja verbacken wäre jetzt geistlich schon gesprochen, sie sind ineinander. Wer den angreift, greift den an. Und wer es mit dem zu tun hat, hat es auch mit dem zu tun. Das ist, diene dem Sohn. Ich bin einer, der zu Jesus gehört. Ewald Rau, der Vater von Johannes Rau und auch Johannes Rau haben auf dem Grabstein stehen, ein Bibelvers, auch dieser war mit Jesus. Das richtige Gnadenverständnis finden wir in Vers 9 bis 11. Zuletzt ist auch mir erschienen als unzeitige Geburt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Jeder, der im Dienst des Herrn steht, kennt die Anfechtung, was soll ich da? Warum ich? Wenn die Leute wüssten. So fromm sind die ja gar nicht. Da lasse ich es doch gleich. Der kann es doch viel besser. Warum soll ich? Aber in der Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sagt Paulus nicht, und damit ist gut, sondern er sagt, und seine Gnade, die Christusgnade, die innewohnende Gnade durch den Christus an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und möge Gott das schenken, dass auch bei Ihnen nicht vergeblich ist. Es ist also möglich, die Gnade zu haben, aber vergeblich. Es kommt nichts dabei raus, weil man sich nur selber lebt. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als Sie alle. Bei dem Satz schlucke ich immer, weil ich immer denke, ich müsste noch mehr machen. Und wenn man dann noch so, Andreas, du hörst jetzt mal weg, so ein Arbeitstier vor sich hat, dann kriegt man sowieso schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe viel mehr gearbeitet als Sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die zusammen mit mir ist, die eins mit mir ist. Ein unermüdlicher Arbeiter. Wie die Oma, die 57 Jahre für ihren ungläubigen, hartherzigen Mann betet, und die Tochter sagt, lass es doch, es bringt doch nichts. Unser Vater ist so stur, so hart. Sie sagt, ich sehe das wie bei einer Gleichgewichtswaage. Da liegt der Vater und da ist die Waage. Und jedes Gebet ist ein kleines Körnchen. Und irgendwann, ist ja nicht so, dass die Waage so langsam so geht, sondern da kommt der sogenannte Kipppunkt und da macht es mit einmal so. Und so war es dann auch. Die Tochter hat dann von da an auch täglich für ihren Vater gebetet. Und am Ende des Lebens, als sie gestorben war, am Grab, da hat er sich zu Jesus gewehrt. Also wir wollen schließen mit dem, was Tatjana Goritschewa in einem ihrer Bücher schreibt. Wir haben sie noch in Paris getroffen. Christian Lühling kannte sie. Und sie hat gesagt, für mich als glühende Marxistin, sie war Dozentin in Leningrad, wurde dann ausgewiesen. Für uns galt, für uns lohnt sich nur für etwas zu leben, für das man auch bereit war zu sterben. Das schreibt sie als Marxistin. Und wie viel mehr nachher als Christ. Für uns lohnt sich nur für etwas zu leben, für das wir auch bereit sind zu sterben. Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden und wir werden auch auferstehen. Und wir dürfen bereits jetzt in seiner Gnade und Kraft leben. Vertrödeln wir unser Leben nicht, laufen wir zielorientiert. Wer weiß, wie viel Zeit der Einzelne noch, wie viel wir noch haben. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist klar. Dein Wort wird uns durch deinen Geist lebendig gemacht und aufgeschlossen. Wir haben verstanden, wir haben erkannt, du bist der lebendige Sohn des lebendigen Gottes. Du bist gekreuzigt worden, du bist begraben worden und du bist auferstanden und du lebst. Und du sagst, und ihr sollt auch leben. Und wir wollen leben. Wir wollen leben, wie du lebst. Wir wollen lieben, wie du liebst. Wir wollen sein, wie du bist. Wir haben so, ja, die Schnauze voll von unserem alten Menschen. Wir ertragen uns zum Teil selber nicht mehr. Und du bist so ganz anders, so herrlich und so wunderbar. Und so wollen wir werden, durch deine Gnade. Und wir danken dir für den Sieg, den du errungen hast. Für uns, für jeden Einzelnen, aber auch für deine Gemeinde, dein Israel und letztlich für alle. Du bist, der da ist, und auf dich ist Verlass. Amen. Ach so. Dann wollen wir zwei Strophen singen aus dem Lied Stern, auf den ich schaue.
Wir stellen uns unter ein Segenswort. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Der Herr ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift. Es hat Auswirkungen im Himmel und auf der Erde. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass es für Sie persönlich auch die Auswirkung ist. Gott befohlen. Thank you.